Inklusion ist gegenwärtig eines der zentralen bildungspolitischen Reformprojekte. Die Zielperspektive schulischer Inklusion ist nicht zuletzt mit grundlegenden didaktischen bzw. fachdidaktischen Fragen verknüpft, die die Planung und Gestaltung von Lernumgebungen in inklusiven Settings betreffen. Eine grundlegende Frage, die sich dabei auftut, ist: Wie kann eine Lernumgebung so gestaltet werden, dass auch Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen oder geistige Entwicklung fachdidaktisch fundierte und subjektiv sinnvolle Lernangebote erhalten? Das Kooperationsprojekt Tiere in Zahlen wurde hierfür von Herrn Dr. Roland Rink ins Leben gerufen und sorgt mit einem gut durchdachten Konzept für ein gemeinsames Auseinandersetzen mathematischer Fragestellungen aller Schülerinnen und Schüler. Im Mittelpunkt steht dabei die mathematische Leitidee Größen und Messen. Das Seminar Mathematik mit heterogenen Lerngruppen am Beispiel der Leitidee Größen und Messen wurde von Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik und Mathematikdidaktik konzipiert und durchgeführt. Aus diesem Seminar heraus haben Studierende vorerst getrennt an den Themenfeldern Größen und Messen sowie Differenzierung an heterogenen Lerngruppen aus ihrer spezifischen Fachperspektive gearbeitet. Anschließend fanden sich die Studierenden beider Fächer in gemischten Kleingruppen zusammen mit dem Ziel, gemeinsam eine Lernumgebung für inklusive Lerngruppen zu entwickeln. Die Gestaltung der Lernangebote orientiert sich zum einen an dem Konzept der substanziellen Lernumgebung, zum anderen an einem erweiterten Mathematikbegriff, der auch Kinder berücksichtigt, die eventuell noch nicht über einen grundlegenden Zahlen- und Größenbegriff verfügen. Die Ausstellung mit dem Titel Tiere in Zahlen fand in der letzten Semesterwoche statt. Über 400 Kinder aus Braunschweiger inklusiven Grundschulen besuchten diese Ausstellung mit Vergnügen. Nach Abschluss der Ausstellung wurden die entstandenen Lernumgebungen in Kisten verpackt, mit einer didaktischen Handreichung versehen und somit als Exponat auf Reisen für Schulen ausleihbar. Die Kisten enthalten die für die jeweilige Lernumgebung benötigten Materialien sowie detaillierte, didaktisch-methodische Handreichungen. Ja, ich fand's ganz gut. Ja, sehr interessant. Und man hat alles gut verstanden. Eigentlich hat mir die dritte gut gefallen, weil da haben wir über Eier gesprochen und wir auch haben auch geschätzt und sowas. Was habt ihr denn da geschätzt zum Beispiel? Wie viele Eier die ganze Klasse so ist und sowas, die ganze Schule und wie viele Schüler wir auf der Schule haben. Wo man so einen Sack hochziehen muss, dann erstmal. Ja, das hat mir am besten gefallen. Mir hat eigentlich alles am besten gefallen. Super, hat dir viel Spaß gemacht heute, ja? Ja. Also ich fand das mit dem Geld und mit den Tieren und hier alles beides gleich gut, weil das war einfach ja toll. Was hat denn heute am besten gefallen an der Ausstellung? Das mit dem Spielgeld. Die erste Station hat mir auch sehr Spaß gemacht, aber die zweite war nicht noch gut. Vielleicht ist es besser. Hast du noch einen Wunsch, wenn du nochmal herkommen würdest, was anders sein sollte? Nee, eigentlich gar nicht. Ist okay, so wie ja. Es ist. Ja. Wunderbar, das freut mich natürlich zu hören. Nicht nur die Kinder hatten ihre Freude an diesem Projekt. Auch die Studierenden sind motiviert und voller Elan in die Woche gestartet und hatten eine Menge Spaß. Wir Studierende sagen Danke und hoffen, dass noch viele weitere solch spannende und lehrreiche Projekte ins Leben gerufen werden.